Wenn die Glocken der Krakauer Kirchen die Gläubigen an Festtagen zum Gottesdienst rufen, dann entfaltet der Marienaltar seine ganze Pracht. Er öffnet seine mit Bildnissen überreich verzierten Flügeltüren. Der geschlossene Altar zeigt Szenen aus dem Alltag des mittelalterlichen Krakau. Aufgeschlagen erschließt sich dem Betrachter eine entrückte Welt, ganz dem Sinn eines Feiertages entsprechend. Das strahlende Kunstwerk hat als zentrales Thema das mittelalterliche Marienlied zum Inhalt. Erzählt also Begebenheiten aus dem Leben Marias und ihres Sohnes Jesus Christus. Der Altar ist eine Bibel für Arme, eine Biblia Pauperum, die der überwiegenden Mehrheit von Analphabeten dieser Zeit jene Geschichten bildhaft vor Augen halten sollte. So ließ und lässt sich der Altar als aufgeschlagenes Buch lesen. Veit Stoß selbst nannte sein Werk »Meine Bibel aus Lindenholz«. Die einzelnen Figuren haben annähernd Lebensgröße und treten dem Betrachter in kräftigen Farben entgegen, geadelt mit viel Gold. Da der Hintergrund meistens dunkel und ruhig gehalten ist, wirken die Gestalten umso plastischer. Die Hauptdarsteller tragen idealisierte Kleider, die untergeordneten Figuren präsentieren die Mode der Zeit. Gleichsam eine Kostümkunde in einer Welt der Sterblichen, orientalische Einflüsse sind unverkennbar. Doch immer wieder stößt man auf Rätsel, nicht alle mittelalterlichen Anspielungen auf Geschehnisse der Zeit in Krakau lassen sich heute deuten. Auch im Leben des Meisters Veit Stoß bestehen eine Reihe Unklarheiten fort. Stoß wurde im schwäbischen Horb geboren. Mit 30 zog es ihn in die Fremde nach Krakau und hier erlangte Stoß die Blüte seiner Schnitzkunst. Seine Person schien umstritten. Die einen rühmten ihn als fleißigen Christenmenschen, dessen Werk die Zeiten überdauern möge. Für andere war er ein unruhiger, ja irriger Zeitgenosse. Wohlhabend war er allemal, in Krakau sogar von den Steuern befreit, in Anerkennung seiner hohen Kunst. Möglicherweise war er aber auch ein Urkundenfälscher, der sich nach 20 Jahren in Krakau nach Nürnberg absetzte. Am Marienaltar arbeitete er von 1477 bis 1489, also lange 12 Jahre. Im Ergebnis entstand ein geschnitztes Kunstwerk, das als Sammeldenkmal seiner Stifter, der Krakauer Bürger und natürlich als Zeugnis ihrer wirtschaftlichen Macht galt. Krakau muss damals eine sehr wohlhabende Stadt gewesen sein, denn die Kosten für den Marienaltar beliefen sich auf 2808 Gulden. Diese Summe entsprach einem jährlichen Stadtbudget. Bereits Jahre vor Beginn der Arbeit wurde das beste abgelagerte Lindenholz ausgesucht. Lindenholz eignete sich aufgrund seiner Eigenschaften besonders gut für das Schnitzen von rund 200 Figuren. Veit Stoß hatte wenigstens 2 Mitarbeiter. Wie in dieser Zeit üblich, beschränkte sich der Meister wahrscheinlich auf die Entwürfe, Zeichnungen und ihm erforderlich scheinenden Korrekturen. Die eigentliche Ausführung oblag den Gesellen seiner Werkstatt. Erst 1679 werden die ersten längst überfälligen Konservierungsarbeiten vorgenommen. Im 18. Jahrhundert gar will der Priester Jacek Lopatzky das monumentale Werk durch einen Marmoraltar ersetzen. Diese zweifelhafte Idee stirbt jedoch mit dem Tod des Seelenhirten. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts wird der Altar erneut restauriert, leidet aber unter der unsachgemäßen Behandlung. Während der Wirren des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmen die deutschen Besatzer das Krakauer Juwel, um es nach einer Odyssee in den Gewölben des Nürnberger Schlosses vor Bombenangriffen einzulagern. Am 30. April 1946 kommt der Marienaltar nach Krakau zurück, wo man sich unverzüglich an die perfekte Restaurierung macht und das Kunstwerk in jenem alten Glanze erstrahlen lässt, den ihm Veit Stoß vor 500 Jahren zugedacht hatte.